willkommen. Heute mal wieder ein Vlog und zwar aus dem Auto. Ich habe gedacht, ich fahre einmal die Woche 160 Kilometer hin, 160 Kilometer zurück und würde gern mehr Vlogs machen bzw. Videos, wo man halt Sachen oder Themen durchsprechen kann und diskutieren kann. Und habe ich gedacht, warum eigentlich so? Wir müssen jetzt erstmal testen, ob das einigermaßen funktioniert von der Qualität her. Ich habe jetzt die Action Cam von meinem Bruder geholt, habe da auch gleich nochmal eine größere SD-Karte geholt und ein paar Ersatzakkus, einfach um auch, weil wir wollen jetzt auf jeden Fall mehr Vlogs machen, so zocken und alles, die Videos machen, werde ich auf jeden Fall weiter, das macht mir auch einfach Bock, keine Frage, aber wir haben ja schon öfters mal Vlogs gemacht und das macht mir eigentlich auch mega Bock und da habe ich auch mega Bock drauf. Könnt ihr auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, wie so die Qualität ist, die Soundqualität. Da kann man mit Sicherheit, je nachdem wie sich das entwickelt, auch mal die Kamera upgraden oder was weiß ich. Ich glaube, jetzt so ist gerade mal echt die Action Cam mega praktisch, weil die halt klein ist. Die sollte relativ lang problemlos aufnehmen, auch mit den Ersatzakkus. Mit dem Handy hatten wir da auch schon Probleme. Ich war ja sonst immer, habe ich immer mit den Handys aufgenommen, weil ja die Videoqualität auch schon extrem gut ist auf dem Handy. Aber da gab es dann Probleme mit den Videofiles und mit den Längen und irgendwann hat es aufgehört zu aufnehmen. Weiß nicht, ich hoffe, mit der Action Cam tut es jetzt besser. Da habe ich auch eine Fernbedienung dabei und eine App. Und da kann man mit Sicherheit mal einiges starten auf jeden Fall. Wir haben einiges vor auch, Vlog-technisch. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da wie gesagt Bock drauf habt. Wieso die Qualität ist mit der Kamera, der Sound auch im Auto. Sind die Nebengeräusche zu laut? Ich weiß es nicht, ist jetzt wie gesagt ein Test. Wir sind gerade durch Stuttgart vorbei, beziehungsweise sind noch neben Stuttgart am Flughafen vorbei, auf der A8. Ich fahre jetzt an die französische Grenze. Da fahre ich, wie gesagt, einmal die Woche hin. Und ja, warum die Zeit nicht nutzen? Ich habe die Kamera fest mit so einem Saugnapf an der Scheibe. Das heißt, ich bin nicht abgelenkt durch die Kamera. Ich kann einfach ein bisschen reden, Themen durchsprechen. Ich habe einige Themen auf dem Deckel, wo ich gerne einfach auch mit euch mal durchsprechen würde, diskutieren würde oder hören wollen würde, was ihr davon haltet und so weiter und so fort. Ich bin jetzt auch schon ein paar Minuten unterwegs. War vorher noch zu dunkel. Ich glaube, die Kamera ist da nicht so gut. Jetzt geht's hoffentlich. Sonne ist im Nacken, aber noch nicht wirklich da. Aber es ist auf jeden Fall heller. Ich hoffe, es funktioniert. Stau war natürlich auch gerade wieder, wie jeden Morgen hier Richtung Stuttgart. Das ist richtig übel. Also für die Strecke bin ich normal 1,5 bis 2 Stunden ist so normal unterwegs auf der Strecke hier. Habe aber auch schon, glaube ich, 3 oder 4 Stunden mal gebraucht, wo mega Stau war. Das Problem auf der Strecke, es gibt nicht wirklich viele Alternativen. Es gibt eine Alternative, die dauert aber grundlegend schon, glaube ich, 2 oder 2,5 Stunden anstatt eben 1,5 Stunden. Und die lohnt sich eben nur, wenn man wirklich der Stau länger ist als 2,5 Stunden, also die Strecke mit Stau dann, plus das weiß man meistens nicht vorher, sondern da stehst du dann schon drin und dann kannst du es eh vergessen. Und hier auch Pforzheim, Karlsruhe ist Katastrophe auf jeden Fall, also es macht echt keinen Spaß zu fahren. Wir sind die Strecke mal nachts zurückgefahren, also mein Bruder und ich, da haben wir, glaube ich, das war der Rekord, 50 Minuten gebraucht oder noch kürzer. Für 160 Kilometer. Es war stabil, da war die Autobahn auch frei. Aber so tagsüber morgens kannst du vergessen, ist abartig viel Verkehr. Ich muss froh sein, wenn du gut durchkommst. Ich werde versuchen, das Video heute gleich hochzuladen. Ich werde auch wahrscheinlich jetzt schon mehrere Videos quasi machen, weil ich ja, wie gesagt, länger im Auto bin. Ich hoffe, die SD-Karte macht mit. Würde mich auf jeden Fall auf euer Feedback freuen, wenn ihr mir sagt, okay, wollt mehr sehen oder auch nicht, keine Ahnung, wie auch immer. Ich freue mich natürlich immer über Daumen hoch, das zeigt mir halt auch den Support. Und ich kann ja mal ein paar Themen ansprechen, die ich vorhabe, auch in so einem Video eben mit euch mal zu diskutieren. Könnt ihr mal dann eben jeweils das Thema in den Kommentar schreiben und dann sehe ich ja, worauf ihr am meisten Bock habt. Ein Thema wäre jetzt zum Beispiel mal, ich weiß gar nicht, wie ich das Thema anfangen soll, oder ohne dass es jetzt komisch klingt,
Aber das Komische an der Sache ist, und dass es eigentlich komisch klingt, ist ebenso, also ich habe mich jetzt auch mal ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, beziehungsweise das heißt ein bisschen beschäftigt, ich habe mal an der harten Schale gekratzt. Es geht halt darum, das Emma so sagt ja, oder beziehungsweise das deutsche Bundesministerium sagt ja oder empfiehlt dir, für 2 Wochen Nahrungsmittel und Wasser zu Hause zu haben. Also es geht so Richtung, ja, extrem gesagt, Prepper, die dann eben sich auf den Weltuntergang vorbereiten. Soweit bin ich noch nicht, will ich auch, glaube gar nicht, und hoffe ich, dass es auch nicht so weit kommt. Aber mit Hoffen, ja, hat es ja am Ende des Tages wenig zu tun. Also auf jeden Fall Thema, das ich gerne mal ansprechen würde mit euch. Was ihr davon haltet generell, also eben Vorsorge, oder sagt ihr, nee, brauchen wir nicht, keine Ahnung, pipapo. Das wäre ein Thema. Anderes Thema wäre so, ob ihr gern mal so eine kleine Doku sehen wollt, wo ich so meinen Werdegang auf YouTube ein bisschen euch erzähle. Also ich gehe dann quasi so durch mein YouTube, durch die Videos durch, durch die Phasen quasi auf meinem YouTube-Kanal, durch mein Leben auf YouTube quasi, was ich so durchgemacht habe, Höhen, Tiefen, so einfach meine Geschichte auf YouTube. Das würde ich auch gern mal erzählen, wenn es jemand interessiert. Weil ich habe schon Höhen und Tiefen gehabt, und Wünsche und Träume gibt es natürlich auch noch. Und Realität gibt es natürlich auch noch. Und wenn euch das interessiert, auch mal in die Kommentare schreiben. Demnächst wollen wir noch nach Neu-Ulm fahren auf dem Schießstand. Ich muss da mal anrufen, fragen, wie das da ist. Ich denke mal, es wird eventuell okay sein, dort zu filmen. Wenn nicht, wird es ein bisschen blöd, weil ich würde es halt gern dann auch natürlich in den Vlog verpacken. Wir wollen dann mal mit eben echten Waffen schießen, unsere Erfahrungen mal sammeln, wie das so ist. Ich meine, man spielt immer Shooter, aber hat noch nie eine echte Waffe abgeschossen, oder die meisten haben noch nie eine echte Waffe abgeschossen. Einige haben vielleicht eine echte Waffe abgeschossen, wie auch immer. Aber es interessiert uns auf jeden Fall, und da wollen wir auf jeden Fall mal hin, da wird es auch einen Vlog dazu geben. Ja, es waren mal so die ersten Themen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, erstens überhaupt, wie die Qualität ist von dem Video, ob ihr generell mehr Vlogs sehen wollt oder wie auch immer. Und dann sage ich, ja, vielen Dank fürs Einschalten. Schaltet natürlich auch gerne auf dem Livestream vorbei auf twitch.tv Hangemau Live. Da zocken wir dann verschiedene Games. Und ja, dann vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.